Herzlich willkommen zu unserer zweiten Runde Rumpf, Rücken stabil, Arme und Beine mobil. Ich habe heute auch wieder unseren inneren Schweinehund mitgebracht. Erst wollte er nicht mit, aber habe ich gesagt, zeigen kann ich dich ja schon mal. Er hat sich schon schlafen gelegt, weil er wusste, heute kommt er wieder nicht zum Zuge. Denn wir wollen heute vorwiegend uns den Bauchmuskeln widmen. Dazu darf ich meine Partnerin vorstellen. Kerstin macht wieder mit. Letztes Mal waren wir vorwiegend in Sachen Rückenmuskulatur unterwegs. Mein Name ist Jürgen Stark. Ich bin der Leiter des Gesundheitssport und dann vorwiegend für die Rückengymnastik verantwortlich. Wobei zur Rückengymnastik für mich eben auch die Mobilität von den Gelenken des Körpers zählt, im Schulter beispielsweise als großes Gelenk, Hüfte als großes Gelenk, natürlich Ellbogen und Kniegelenke ebenso, ähnlich wie die Hand und auch die Fußgelenke. Kerstin, stehst du einmal mal bitte auf. Das wirbelsäulengerechte Runterkommen haben wir letztes Mal schon trainiert bzw. gezeigt. Wir haben heute mal einen Stuhl dazu genommen für diejenigen, die eher Schwierigkeiten haben, auf die Decke, auf eine Matte runterzukommen, sich einfach abzustützen und dann über den sogenannten Einbeinkniestand sich langsam in die Position des Vierfüßlerstands zu bewegen. Des Weiteren geht es jetzt ja darum, wirbelsäulengerecht in die Rückenlage zu kommen. Sieht erstmal ein bisschen kompliziert aus. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, entsteht eine gewisse Routine. Kerstin, mach dich mal bitte über die Seite. Langsam in Richtung Rückenlage bewegen. Man dreht sich immer wieder, man sagt en bloc, also in eins, dass so wenig wie möglich Verdrehungen entstehen, die in gewisser Weise heute toleriert werden, natürlich für die Lendenwirbelsäule. Man trainiert auch eher wieder die Rotations-, die Drehbewegung. Früher hat man gesagt, man sollte sie sogar tunlichst vermeiden. Aber letztendlich ist das wirbelsäulengerechte Drehen immer wieder diese En-Bloc-Drehung, dass der Körper inklusive der Beine sich in eins dreht. So, Kerstin, bist du bereit für jetzt die Bauchmuskelarbeit? Wir haben ja letztes Mal den Abschluss gehabt mit des Beübens der geraden Bauchmuskeln. Da starten wir heute kurz noch mal mit ein paar Grundinformationen. Der innere Schweinehund hat wie immer jetzt ja keine Chance. Den legen wir dann einfach mal beiseite. Er darf zwar zugucken oder legt sich einfach schlafen. Kerstin, machst du die Beine mal bitte anbeugen? Hier haben wir circa 90 Grad Winkel im Bereich der Kniegelenke. Wir arbeiten ja gern mit der sogenannten Grundspannung. Das heißt also, die Fußspitzen ziehen wir leicht an, einen leichten Fersendruck ausüben, den Po kräftig anspannen. Früher haben wir mal gesagt, Prägung des 5-Mark-Stücks, den Bauchnabel einziehen und im Beckenbodenbereich festmachen. So in der Vorstellung, man müsste aufs Klo, darf aber oder jetzt nicht, weil keins in der Nähe ist. Also diese Basisanspannung begleitet uns über die ganzen Übungen. Des Weiteren haben wir die Hände letztes Mal an den Hinterkopf genommen. Sehr gut. Ich empfehle immer, das Gewicht der Arme als zusätzliches Gewicht zu nehmen, um die Bauchmuskel dadurch etwas mehr zu fordern. Viele, die die Arme, die Hände auch am Hinterkopf haben, ziehen die Ellbogen gerne nach vorne. Das wollen wir versuchen zu vermeiden. Oder versuchen, du machst es schon richtig, mit den Händen den Kopf nach vorne zu ziehen. Zeige ich nochmal falsch. Genau. Also so kommt man optisch natürlich hoch, aber man macht auch viele Fehlbewegungen, die wir nicht wollen. Wir wollen ja die Halswirbelsäule in der Grundposition, in der Streckposition belassen. Und ich sage auch gerne in Ergänzung, versuchen wir bei der Arbeit jetzt den Blick eher Richtung Decke gerichtet zu halten und weniger, wie gesagt, die Halswirbelsäule zu beugen. Alternativ kann man sicherlich für die, die auch Schulterprobleme haben, die Arme, machst du es einmal so zeigen, sehr gut, vor den Brustkorb legen. Dabei ist wichtig, dass wir versuchen, so wenig wie möglich die Schulter nach vorne zu ziehen, denn wir wollen uns ja hier immer öffnen und uns nicht in eine Verkürzung reinbegeben, die über die Brustmuskulatur sowieso häufig zustande kommt. Also gleichzeitig das Öffnen. Welche Position ist dir behaglicher? Ja, ich weiß das. Kerstin, gut. Also hier nochmal die Basis. Grundspannung habe ich jetzt viel erzählt, aber baue nochmal Grundspannung kräftig auf. Zieh den Bauchnabel gut ein, die Basisspannung pro Bauch, Becken, Boden und richte dich mal langsam auf. Bleibst dabei schön gerade. Gehst erstmal wieder zurück.
Ja, mach erstmal so bitte in dem Rhythmus weiter. Ich versuche ja die Übung auch immer wieder mit der Atmung zu verbinden. Das heißt hier die Empfehlung, beim Aufrichten auszuatmen, beim Zurückgehen einzuatmen. Als Hintergrundwissen, Ton ruhig noch ein bisschen, du kannst das gut ab. Als Hintergrundwissen sollte man, ja, wie gesagt, wissen, dass die Rumpfmuskulatur an sich Haltemuskeln sind, also Haltemuskel als Haltemuskulatur trainiert werden sollten. Hier haben wir eine gewisse Dynamik drin, die aber absolut im Toleranzbereich liegt. Wer so ein bisschen Dynamik und Statik verbinden will, also Haltearbeit verbinden möchte, achtet mal drauf, dass du, wenn du hier zurückgehst, nicht ganz ablegst. Nicht? Dann entsteht ja praktisch eine permanente Haltearbeit mit einer gewissen Dynamik. Die Dynamik macht es für mich immer so ein bisschen interessanter. Wenn Bewegung im Spiel ist, ist es nicht ganz so langweilig. Wenn ich jetzt immer nur Haltearbeit leiste, denke ich auch, gut, das ist ein bisschen Mentalitätssache, wenn man so der dynamische Typ ist. Ohne weiteres natürlich auch dynamisch arbeiten. Kerstin, du bist weit über unsere 15 als Basiszahl, die man natürlich verändern kann. Die Empfehlung im letzten Video war, eben gerne individuell zu steuern. Ich kann 10 Wiederholungen machen, ich kann 12, 15 machen. Wobei, wenn wir jetzt als nächstes an die sogenannten oberen schrägen Bauchmuskeln gehen, dann eher eine gerade Zahl finden, also dann musst du noch einen draufpacken. Also dann wären es dann 16 oder eben wie gesagt eine Zahl gerne darunter, darüber. Einfach mal so ein bisschen selber austarieren, ausprobieren, wie fühle ich mich wohl sozusagen, mit welchen Wiederholungszahlen, um dann das als Trainingsparameter zu nehmen. Gut, einmal kurz die Entlastung, Beine mal lang machen. Auch das immer wieder Empfehlung, mal zwischendurch sich zu strecken. Ich sage ja immer wieder gerne, die aktive Phase gehört mir und die Pause gehört dann immer wieder den Teilnehmern. Hier ist es so, wenn die Beine gestreckt werden, werden die Bauchmuskeln etwas gedehnt. Man kann auch ergänzend arbeiten, ein wenig in den Bauchraum zu atmen. Aber wir wollen nicht so lange Pause machen. Unsere Zuschauer, die wollen ja üben. Und dann kommen wir eben entsprechend auch zur nächsten Übung. Die Beine nochmal bitte anbeugen. Und wollen uns jetzt den sogenannten oberen, ich werde das ja noch weiter erklären, oberen schrägen Bauchmuskeln widmen. Die Grundposition, Kerstin hat ja dann ihre Armhaltung gefunden. Sie möchte ihren Kopf etwas, beziehungsweise die Muskeln, die den Kopf halten, etwas entlasten. Ellbogen bleiben bitte hinten, Kerstin. Und die schrägen Bauchmuskeln nach dem Aufbau der Grundspannung erreichen wir, dass wir so eine leichte diagonale Arbeit haben. Wobei ich immer empfehle, erstmal geradlinig hochzukommen und dann zum Schluss eine ganz leichte Drehung. Wo ist der Blick hin? Der Blick ist hin Richtung Decke. Ja, ich denke dran, wir sind nicht in der Gruppe Doppelkinn. Ich sage auch immer gerne, die Bauchmuskeln setzen nicht am Doppelkinn an. Die Bauchmuskeln gehen, wenn man tastet, so in Richtung unteren Rippenbogen und zum Becken. Und dieser Bereich, nur dieser Bereich, soll eng werden. Nicht hier oben. Das versuchen wir jetzt nicht unbedingt zu trainieren. Du findest einen Atemrhythmus. Kannst wieder überlegen, will ich mit etwas Haltearbeit arbeiten, dass ich den Oberkörper nicht ganz ablege. Ich frage meine Teilnehmer natürlich immer wieder, na, was macht die Po-Spannung? Ist der Bauchnabel noch eingezogen? Atmet ihr alle noch? Ich sage meinen Spruch immer ganz gerne, wer atmet, lebt länger. Die Übung auch gerne zu Hause musikalisch untermalen. Manchmal geht es dann doch ein wenig leichter. 16. Okay, also einmal ganz kurz wieder lösen. Ja, eine letzte Information, dass diejenigen, die im Bauchraum spüren, dass die Bauchdecke sich so ein bisschen weitet, beziehungsweise eine kleine Wulst rauskommt, muss man kurz das Hintergrundwissen haben oder möchte ich kurz erklären, dass wir hier eine Sehnenscheide haben und die Bauchmuskeln neigen dazu, sich auch mehr oder weniger mal auszuleiern. Ein typisches Beispiel ist nach Schwangerschaften.
dass dann möglicherweise dann dieser Bereich auch überdehnt wird. Und wenn man nachher anfängt zu trainieren, die Muskeln nicht den Halt haben, den Bereich zu verengen, sondern durch die Muskelarbeit hier sogar eine leichte Wulst entsteht. Das möchten wir nicht. Das versuchen wir insofern zu vermeiden, als dass man beim Bauchmuskeltraining alternativ versuchen kann, gehst du nochmal bitte in die Armposition, opfer mal eine Hand, einen Arm und den legst du mal bitte auf den Bauchraum und drückst da, wo die Wulst rauskommen, ein wenig in den Bauchbereich. Dass wir versuchen, beim Bauchmuskeltraining zu vermeiden, dass sich der Bereich halt noch weiter ausdehnt, also noch weiter ausleiert, zu gut Deutsch. Gut, Kerstin, danke. Ja, die Beine nochmal anbeugen, das war wieder so ein kleiner Zwischenexkurs. Jetzt geht es an die besagten oberen schrägen Bauchmuskeln. Nimm die Arme nochmal bitte in die Grundposition und du hast es schon mal angedeutet, die Grundspannung baust du langsam auf. Nochmal mit dem schrägen Hochkommen. Hier macht sie jetzt einen zweiten Durchgang. Übung nochmal kurz optisch verinnerlichen. Ja, ich empfehle ja immer, wie gesagt, so wenig wie möglich rund machen. Es gibt da manche, also es gibt unterschiedliche Ansichten. Ich sage immer, ich versuche die Bauchmuskeln funktionell zu trainieren, als primär als Haltemuskeln. Und sage auch immer in Vorträgen zum Beispiel, wenn wir uns in der Stadt bewegen, richten wir uns auf, gehen aufrecht durch die Stadt und keiner macht jetzt diese Arbeit und geht jetzt so durch die Stadt. Ja, wer weiß, was da für ein Hintergrund ist, aber wie gesagt, also ich bin kein Freund von diesen, früher hat man gerne Klappmesser gemacht. Es geht hier jetzt nicht um irgendwelche sportlichen Übungen, ich denke mal an Turner und so weiter, Stabhochspringer. Also hier ist es einfach so, dass wir die Rumpfmuskeln klassisch trainieren und wollen jetzt insofern einen beim Crying Break machen. Wunderbar. Einmal kurz die Entlastung, Kerstin. Und jetzt wieder kleiner Wissensexkurs. Wir haben eben die oberen schrägen Bauchmuskeln trainiert und nochmal auf das vorhergehende Thema dieser sogenannten Sehnenscheide, die dann auch ausleiern kann, die Muskeln ausleiern können, besser gesagt. Dann empfehle ich auch tendenziell eher, sich den schrägen Bauchmuskeln zu widmen. Und mit den schrägen Bauchmuskeln trainieren wir praktisch ja auch automatisch die Geraden mit. Aber das wäre für diese Art von Training, um diesen Bereich anzusprechen, aus meiner Ansicht nach etwas günstiger. Der zweite Abschnitt der Bauchmuskulatur, der wurde früher ein wenig vernachlässigt oder man war sich nicht, gar nicht so klar, dass es eben tatsächlich die Unterscheidung gibt zwischen den sogenannten oberen Bauchmuskeln und den unteren Bauchmuskeln, die wir heute auch versuchen isoliert anzusprechen. Dazu könnte man von der Hilfe, sage ich mal, seitens einer kleinen Hilfe sich ein Handtuch in den Bereich der Lendenwirbelsäule legen. Ja, ich habe jetzt nur ein großes Badehandtuch und lege das mal so ein bisschen seitlich. Ja, gut, ich nehme mal den Arm einmal hoch. Gut. So, hier ist es einfach so, dass ich diese kleine Handtuchwulst nutze, um mich über die Wulst sogar ein wenig hochhebeln zu können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dient uns dieses Handtuch auch als sogenannte Bremse, um den Bereich der Lendenwirbelsäule nicht zu sehr rund zu machen. Wir wollen ja versuchen, diese physiologische, die normale Stellung der Lendenwirbelsäule zu halten. Gut, wir wollen jetzt, Kerstin, die unteren Bauchmuskeln ansprechen. Dazu beugst du die Beine mal bitte nacheinander an. Bringst die Beine mal bitte in die Stufenlagerung. Das, genau, Kerstin weiß, was ich meine. Eine klassische Position, die auch gerne zur Entlastung genommen wird, wobei natürlich, wenn ich von Entlastung spreche, die Unterschenkel unterlagert werden. Machst du die Beine einfach mal ablegen. Genau. Und hier ist es eigentlich eine optimale Entlastungsposition für die Lendenwirbelsäule. Gerade wenn da mal Beschwerden vorliegen, dann empfiehlt man immer gern wieder diese Position, wer einen Petsi-Ball, also einen großen Gymnastikball zu Hause hat, idealerweise gern auch einen Stuhl, dann allerdings auf die Gefäße achten, dass die Kanten des Stuhls etwas gepuffert werden durch eine Decke und so weiter. Und dann kann man den Stuhl idealerweise dann hier unterstellen.
Aber wir sind jetzt nicht in Sachen Entlastung hier, sondern eher Belastung. Und du versuchst jetzt selber deine Beine wieder zu übernehmen sozusagen. Du baust die Grundspannung auf. Die Arme empfehle ich auch einfach mal die Hände hinter den Kopf zu nehmen. Hier achtest du mal bitte darauf, dass du die Ellbogen sogar leicht runterdrückst. Hast damit auch erreicht, dass die Brustmuskulatur leicht gedehnt wird. Und versuchst jetzt mal, das Becken einen halben Zentimeter anheben zu wollen und wieder absetzen. Man kann das vielleicht so ein bisschen erkennen, dass sich der Bereich im unteren Bereich eben auch ein wenig einengt. Also hier, wo die Hose übergeht, wo das T-Shirt zur Hose übergeht. Die unteren Bauchmuskeln, tendenziell kann man sagen, unterhalb des Bauchnabels, grobe Richtung. Und es findet wirklich nur eine ganz kleine Bewegung statt. Es sollte jetzt nicht zu einer Schaukelbewegung kommen. Mach das mal bitte negativ vor, die Knie noch mehr zu den Schultern zu ziehen. Ja, man kann dabei vielleicht das Becken sogar noch weiter anheben, aber das eben nicht. Versucht bitte, diese Grundposition, diese Winkelstellung, 90 Grad Hüfte, Knie und durch die Grundspannung auch im Sprunggelenk zu halten und dann auch wieder mit der Atmung, Kerstin, ausatmen, einatmen, aus, einatmen. Sehr gut. Kerstin hat selbst ihre Pause gewählt. Also nicht ganz einfach und bitte orientiert euch nicht an der Bewegung. Ich sage auch meinen Teilnehmer immer wieder gerne, alleine schon die Anspannung zählt. Und selbst wenn nur die Briefmarke durchpasst und wenn die auch nicht durchpasst, entscheidend ist einfach das Gefühl, ich ziehe den Unterbauch eben ein mit dem Versuch, das Becken anheben zu wollen und das ist vollkommen ausreichend. Die geraden unteren Bauchmuskeln hast du gespürt, ein wenig. Wir kommen und auch hier differenziert man jetzt zu den unteren schrägen Bauchmuskeln. Da gilt es eben nochmal die Grundposition kurz zu erklären. Das trifft gerade die Beinstellung. Okay, erstmal bitte nacheinander anbeugen. Sehr gut. Hände wieder Hinterkopf, Ellbogen, leichte Vordehnung, Grundspannung aufbauen. Und jetzt kommt ein leichter Schwenk, dass beide Unterschenkel und bitte nur die Unterschenkel mal nach rechts schwenken. Die Oberschenkel behalten ihre Grundposition bei. Also jetzt keine Neigung der Oberschenkel nach rechts bzw. nachher nach links, sondern nur dieser leichte Schwenk der Unterschenkel nach rechts. Und dann versuchst du jetzt nochmal das Becken anheben zu wollen. Setzt kurz ab, schwenkst. Jetzt elegant, wie du das machst, nach links. Ja, super. Schwenkst wieder nach rechts. So, jetzt gerade umso anstrengender es wird, auf die Atmung achten. Fällt immer, weiß der eine oder andere, wenn es anstrengender wirkt, neigt man dazu, auch die Luft anzuhalten. Spätestens, wenn Kerstin blau anläuft. Muss ich auch mal gucken, ne? Ist alles noch gut. Wie ist es vom Gefühl? Anstrengend. So, Kerstin wird ihre Pause selbst, wenn ihr jetzt mal mitgezählt habt, war das keine 16. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Also jeder findet einfach seine Wiederholungszahl. Und es gibt ja verschiedene Ansichten, um das kurz nochmal darzustellen oder zu erklären. Also es gibt möglicherweise die Variante, machen wir in anderen Trainingsformen auch nach dem sogenannten Zweidrittelwert zu arbeiten. Manche sagen Dreiviertelwert. Ich mache einmal diese Übung, mache sie so lange ich kann. Und wenn ich jetzt auf eine Anzahl komme, dann kann ich im Prinzip von diesem Maximalwert reduzieren und zwei Drittel dieses Wertes praktisch als Trainingswiederholungszahl nehmen. Nur ein Beispiel. Und diese Zahl ist jetzt für mich erstmal die Basis für die nächsten Übungseinheiten. Und wir müssen nicht gleich mit jeder Übungseinheit steigern, sondern machen das dann langsam. Und ohne weiteres kann das 2 Wochen dauern beispielsweise. Man kann immer wieder mal ausloten und kann dann steigern. Aber diese Basiszahl solltet ihr mal versuchen
halten, denn es gibt ja die Tagesform und der innere Schweinehund zieht auch mal wieder. Aber wenn ich jetzt 12 erreiche, dann ist das meine Basiszahl und die versuche ich die nächsten Male auch zu wiederholen. Ausnahme, ich habe Schmerzen. Bitte nie gegen angehen. Machst du es noch einmal zeigen? Grundspannung aufbauen, den Schwenk hochziehen, ausatmen, hochziehen, super. Ja, der Rumpf bleibt auch stabil. Ja, noch einmal links und dann denke ich, haben unsere Teilnehmer die Übung jetzt noch mal sehen können und finden ihren eigenen Rhythmus. Ja, das ist eigentlich auch nur so ein kleiner Exkurs in die Arbeit für die Bauchmuskeln. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Wir wollen jetzt einfach mal uns einer anderen Muskelgruppe widmen, wobei die Bauchmuskeln, die Rückenmuskeln da auch immer wieder mit involviert sind. Wir kommen jetzt primär allerdings zu den seitlichen Rumpfmuskeln und du versuchst dich mal bitte auf die rechte Seite zu drehen. Ich nehme mal das Handtuch weg, wobei das kann auch in der Position auch gern liegen bleiben. Und stütz dich mal bitte auf dem Unterarm ab, kommst mit dem Oberkörper hoch, auf deinem rechten Unterarm abstützen, kommst mit dem Oberkörper hoch und stütz dich auf dem Unterarm ab. Ups, ja, komm noch mal hoch, einmal hochkommen. Und hier, warte, ich führe dich mal einmal. Jo, so, okay, kommst doch mal hoch, stützt dich auf dem rechten Unterarm ab. Genau. Die Beine habe ich gerne auch in der Position ca. 90 Grad Beugung Hüfte, 90 Grad ca. In den Kniegelenken und über die Anspannung, indem wir die Fußspitzen schon mal leicht anziehen, auch im Sprunggelenk. Jetzt versuchst du, also diese Basisspannung hast du schon aufgebaut, Po, Bauch, Becken, Boden wieder aufzubauen, die Spannung, und versuchst das Becken mal anzuheben und bleibst einfach mal kurzzeitig oben. Ich traue dir das mal zu, die Haltearbeit. Hier können wir jetzt zum Beispiel den oberen Arm, also in diesem Fall den linken Arm, als zusätzlichen Stützarm nutzen. Geh mal jetzt wieder runter. Und komm jetzt mal in deinen Atemrhythmus, wobei du beim Hochkommen ausatmest, beim Runtergehen einatmest. Den Stützarm baue ich immer ganz gern zu Beginn ein. Möglicherweise bei weiteren Steigerungen auch belassen für diejenigen, die Probleme haben im Schulterbereich. Denn die rechte Seite bei Kerstin, die muss schon eine ganz schöne Stützarbeit leisten. Und das kann sich möglicherweise auch im Bereich des Schultergelenks bemerkbar machen. Hier findet Kerstin wieder ihren Rhythmus. Und wie vorhin auch bei den Bauchmuskeln schon angedeutet, ist es so, dass du zum Beispiel, wenn du runtergehst, nicht ganz runtergehst, also keinen Mattenkontakt hast beim Runtergehen und gleich wieder hochkommst. Also es wäre schon eine leichte Steigerung. Wer möchte, kann natürlich ganz absetzen, kommt dann wieder hoch oder arbeitet mit der besagten Haltearbeit, hat aber in dieser Haltearbeit eine gewisse Dynamik. So, hier haben wir natürlich die seitlichen Rumpfmuskeln angesprochen, aber wenn einer sagt, gut, ich will mal tasten, in den Bereich des Rückens geht, sind die Rückenmuskeln werden mit angesprochen, die Bauchmuskeln werden mit angesprochen, abgesehen natürlich auch für den Gesäßmuskeln. Und hier dieser hier hinten, auch nicht zu vernachlässigen, der Trizeps, der Ellbogenstrecker. Gut, Kerstin, sehr gut. Bleib mal bitte in der Position. Du kannst jetzt kurz entlasten. Willst du das? Oder naja, Kerstin macht das nach Körpergefühl. Ja, wir wollen jetzt langsam steigern. Das heißt, du baust die Grundspannung nochmal auf, kommst langsam wieder hoch. Die erste Steigerung wäre jetzt zum Beispiel, das obere Bein anzuheben und zu strecken. Ja, und wieder abzusetzen. Hochkommen, strecken. Und wieder absetzen, strecken, absetzen, mach mal entspannt weiter, strecken, ja. Hochkommen, ausatmen,
Gut, hier empfehle ich eben, okay Kerstin, danke erstmal. Hier empfehle ich eben, wie gesagt, den Arm noch mit einzusetzen, um das Lösen des Armes, das wirst du jetzt gleich zeigen oder wir gleich vormachen, dass dann die weitere Steigerung darüber erfolgt, den sogenannten Stützarm aufzugeben. Und komm nochmal bitte in die Position, dass du einmal hochkommst, sehr gern, und den Arm zu strecken. Jetzt baue ich hier zusätzlich ein, dass beim leichten Runtergehen, Kerstin macht das mal leicht, eine Annäherung stattfindet. Ist fast ähnlich, wie wir das vom Vierfüßlerstand kennen, wo sich dann teilweise auch Ellbogen und Knie berühren können. Hier arbeiten wir allerdings gleichzeitig. Wenn wir im Vierfüßlerstand arbeiten, ist es ja häufig eine diagonale Annäherung. Gut, mach mal einfach so in deinem Rhythmus bitte weiter. So, Kerstin setzt nicht ganz ab, macht aber eine kurze Pause, ne? Einmal ein bisschen aus der Puste gekommen. Ja, okay, das wäre jetzt nochmal eine Option, eine Möglichkeit für die seitlichen Rumpfmuskeln. Und mache es jetzt nochmal ohne mein Kommando. Zeige es nochmal mit ein paar Wiederholungen. Kannst eben, also individuell, wie ich schon sagte, gerne das Becken auch ganz absetzen. Okay, einmal kurz entlasten. Ich empfehle diese Position, was meine Gruppen betrifft, eher. Man muss das Altersklientel sehen, den Hintergrund wissen. Der eine oder andere sagt, das ist ja nun und das gibt es auch noch andere Varianten. Zeigen wir einmal, dass man natürlich immer wieder sieht, dass die Beine gestreckt sind. Machst du die Beine einmal mal lang machen. Und dass man zum Beispiel jetzt beim Anheben des Beckens in der Kniestreckung arbeitet und damit auch das untere Knie mit löst. Das ist also noch eine andere Hausnummer. Wer das so sympathischer findet oder natürlich etwas anstrengender, also etwas fordernder, diese Übung und damit auch gut klarkommt, davon auch ausgehen, dass die Kniegelenke das auch mitmachen. Gerade das untere Kniegelenk sollte natürlich eine gute Bandstabilität haben, ist jetzt wieder... besteht jetzt wieder die Möglichkeit, über den Stützarm sich ein wenig zu helfen. Setz mal einmal kurz bitte ab. Um dann noch einmal diese Annäherung mit einzubauen. Mit gestreckten Knien kommst du noch mal bitte hoch. Also das ist schon eine Hausnummer, kann ich nicht jedem empfehlen. Aber unser Tenor war ja auch immer wieder von leicht nach schwer zu steigern. Gut. Zur Belohnung legst du dich jetzt einfach auf den Rücken. Okay. Ja, also Kerstin schon aus der Puste zu wissen, das heißt, da gehört schon einiges zu. Also man sieht und hat wahrscheinlich auch gesehen, auch an Kerstins Reaktion ist schon eine ganz schöne Anstrengung dabei. Ne? Das gut, abschließend machen wir wieder kurz unsere Dreier-Variante. Die haben wir beim ersten Mal schon kennengelernt. Ich empfehle wieder eine leichte Mobilisation in Rückenlage durch das wechselseitige Rausstrecken der Beine. Wobei die Beine also nicht angehoben werden, sie gleiten auf der Unterlage. Dazu das wechselseitige Rausschieben der Arme. Gut, stell mal die Bewegung bitte langsam ein, baue ich die Beine nacheinander an, da haben wir wieder in etwa eine Winkelstellung von ca. 90 Grad in den Kniegelenken. Die Arme kannst du sie hinten nochmal bitte ablegen. Super. Jetzt mal die Beine, machen wir mal die dynamische Drehdehnlagerung sozusagen, beide Beine mal nach links ablegen, Kopf leicht nach rechts drehen. Sehr gut, und Wechsel einfach. Genau, Beine nach rechts, dein Kopf vorsichtig nach links. Nur haben wir eine doppelte Mobilisation, einmal im Bereich Lendenwirbelsäule, auch der Bereich der Halswirbelsäule wird mit angesprochen. Das sind ja die typischen Drehabschnitte der Wirbelsäule. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in der Brustwirbelsäule ist kaum Rotation möglich, kaum eine Drehbewegung möglich. Und hier die dynamische Dehnlagerung, wobei der
Begriff Lagerung ja auch heißt, dass man in der Position, komm noch mal bitte einmal rüber, etwas länger verharren kann und kann das auch eleganterweise mit einer Atemübung verbinden, dass man dann versucht, in den seitlichen Brustkorbbereich zu atmen, sodass auch das Gefühl entsteht, mit der Einatmung hebt sich der Brustkorb ein wenig oder bewegt sich der Brustkorb ein wenig nach außen und in der Ausatmung senkt er sich wieder. Das sind noch verschiedene Möglichkeiten. Komm noch mal bitte in die Grundposition. Und abschließend empfehle ich ja immer gerne noch mal das Rundmachen. Da werden die Rückenmuskeln noch mal gut aufgedehnt und dazu die Beine immer wieder nacheinander. Gut, ein bisschen Geschmackssache ist es wieder jetzt. Ja, das Handtuch blockiert jetzt natürlich. Beim Rundmachen will man sich ja wirklich einmal rundmachen, toleriert man natürlich auch das Rausdrücken der sogenannten Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule. Man kann leicht rotierende Bewegungen mit einbauen, immer wieder mit dem etwas kräftigeren Ranziehen zum Brustkorb. Auch mal Rotationswechsel, dreh genau mal anders, dass du nicht schief nach Hause gehst. Sehr gut. Die Beine werden wieder absetzen. Möchtest du sie jetzt strecken oder so angebeugt lassen? Geht so angebeugt. Ja. Also wer möchte, kann natürlich noch ein wenig verharren. Wir wollen jetzt nicht weiter verharren. Wir bedanken uns für heute. Wir wollen versuchen, da noch einen draufzupacken. Da wird noch ein Video folgen, dass wir auch Dehnübungen mit ansprechen und unter anderem. Und das Ziel ist, aus diesen drei Sequenzen, dass ihr euer eigenes Übungsprogramm zusammenstellt. Heute Schwerpunkt Bauchmuskulatur und ein kleiner Exkurs in Richtung seitlicher Rumpfmuskulatur. Ich darf mich bei dir bedanken. Ich wünsche euch viel Spaß und meldet euch gern wieder, wenn ihr Kritik habt. Aber für Lob sind wir auch empfänglich. Alles Gute, bis nächstes Mal. Tschüss.